Hallo Welt, da sind wir wieder. Es soll weitergehen mit uns. Haben wir denn noch etwas Schönes zu tun? Matix Days finden. Okay, Derfel hat mich bedrängt, einem gewissen Matix Days einen Brief zu überbringen. Ich muss den Burschen also in Kandrian aufspüren und ihm den Brief geben. Ja, okay, das ist jetzt nicht lebensnotwendig. Aber die Belohnung einfeuern, oh, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das könnte noch was sein. Rot, die Kobolde töten vielleicht. Asta-Amulett. Ich habe eines der Amulette. Ach so, ja, das war das auch nicht. Zwei Amulette brauchen wir, um dann irgendwie einen Schlüssel zu erhalten oder so etwas. Bis zum Tod der scheidet. Ehering finden. Oh, das könnte vielleicht noch was Interessantes sein. Und wie sieht's hiermit eigentlich aus? Das haben wir auch ganz aus den Augen verloren. Ja, okay. Hier ist Mel Aguilier. Da sollen wir uns ja sowieso blicken lassen. Hier oben ist Emer. Da wurden wir noch gar nicht hingeschickt. Und Reagenzien. Hier müsste auch... Ach nee, das ist dieses Mondlager hier. Das sollten wir ja auch noch irgendwie hin... Ja, das ist dann aber auch irgendwie jetzt nicht wirklich was. Kobolde töten. Ja, ich denke, das könnte dann schon eher was sein. Kobolde töten. Ja, da sind wir doch gar nicht so weit weg hier von dem einen, von dem anderen. Und dann haben wir es doch schon. Helmgard-Feste. Direkt an der Helmgard-Feste gibt es Kobolde. Also wir haben noch 1, 2, 3, sieht zumindest hier aus wie 3, aber da scheint gar nichts los zu sein. Okay, nochmal 1, 2, 3 auf jeden Fall, 4, halt 5. Wir haben auf jeden Fall noch 5 Biome vor uns. Ja, und wenn das jetzt alles so ähnlich abgeht wie hier. Ich will ja nichts sagen, aber so viel Neues bis jetzt, toi toi toi, vielleicht kommt ja noch was. So viel Neues gab es bis jetzt hier nicht in diesem Biom, oder? Da gab es jetzt keine Überraschungen. Am Anfang war das ja noch alles sehr neu, interessant und so. Habe ich das nicht in der letzten Folge irgendwie schon mal gesagt? Ach was, seid ihr jetzt hier? Seid gegrüßt, Wanderin. Bleibt ihr jetzt für immer hier? Wie kann ich denn Kessler werden? Ich habe gehört, das ist ganz einfach. Ein Kessler beschäftigt sich mit allem Möglichen, nicht nur mit Kesseln. Ich repariere Sachen und mache sie wieder wie neu. Das ist schön. Lebt wohl. Und du? Du bist die Tochter. Du wirst auch mal Kesslerin, oder? Seid erneut gegrüßt. Ja, wie geht's euch denn jetzt? Oh, wir können gar nichts mehr sagen. Schade. Bis bald. Lebt wohl. Gehabt euch wohl. Ja, dann nehmen wir hier nochmal den Segen an uns. Mal gucken, wie ihr mit Blitz klarkommt, ja? Schaden ist auch nicht euer Ding. Funkelt schön. Ah, das sieht mir doch aus wie ein ekliger Haufen, in dem man rumwühlen könnte, aber das hier. Was wollen Trolle mit Gold? Kobolde, nicht Trolle. Ach. Und magst du Blitze? Wow, du kannst selber Blitze machen. Guck an. Ah.
Zu zweit sind diese Ettin aber schon eine Hausnummer für sich. Autsch. Der hier sowieso. Hey, nicht doch. Das ist jetzt natürlich blöd. Also, Jotun, bei Jotun geht das nicht so gut. Ettin. Ach so, die Kobolde sind jetzt weit weg. Gilbeats Karte. Ja, wir müssen irgendwie hier raufkommen, scheinbar. Oder was ist... Ach, nee, das ist da... Da waren wir doch schon mal, oder? Durch den Fluss schwimmen. Oder wir gehen hier rechts. Ja, da müssen wir, glaube ich, irgendwie oben hoch. Ah, da sind wir schon auf der richtigen... Auf dem richtigen Weg hier. Klappt das nicht mit dem Schleichen? Das ist blöd. Das manchmal wird das angezeigt und dann wird das aber nicht ausgelöst. Also wahrscheinlich genau in dem Moment wahrscheinlich dann das auslösen wollen, wenn es dann aufhört. Oder wenn er sich umdreht. Ja, wenn er sich umdreht, das kann ja sein. Aber das passiert ziemlich häufig, muss ich sagen. Ja, oh, wir müssen da noch ein paar Skillpunkte reinsetzen, dann geht das schon. Oh, gut. Voller Rundumschlag hier. Prima. Vergorta-Wächter. Ich dachte, dieser Stein hier, der hatte irgendwas zu bedeuten. Oh, wir dürfen, glaube ich, nochmal nach oben. Und hier ist auch noch jemand in Not, wie es aussieht. Ich kann nicht. Fremde, bitte. Ich werde von Vergorta gejagt. Ja. Die Knochen meiner Ahnen trachten mir nach dem Leben. Ui, was hast du gemacht? Was machst du hier in Talerana? Das ist das Heim meiner Vorfahren. Einst war es wunderschön, aber nun ist es eine Ruine voller Monster.
Oh nein. Du hast einen Skyte-Fluch an dir, Igitt. Hau ab. Die Skytes waren einst reich und mächtig. Doch vor vielen Generationen wollte ein Skyte noch mehr. Und so bot eine Feie ihm große Macht im Tausch gegen die Seelen seiner Familie an. Erst später offenbarte die Feie ihm, dass der Pakt auch die Seelen vergangener und zukünftiger Generationen beträfe. So ward der Fluch geboren. Der Name jenes Skytes ist verloren. Deshalb nenne ich ihn den Ersten. Was meine Ahnen angeht, der Fluch beseelt ihre Knochen und schürt ihren Hunger. Ihren Hunger nach meinem Leben. Mhm. Familie Aster? Davon schon was gehört? Die Familie Aster stellte einst die mächtigen Herrscher über dieses Land. Die Blutlinie endete, als ein Krieg zwischen den beiden Aster-Brüdern ausbrach. Ohne Herrscher ist Talarane zu dem verkommen, was es heute ist. Ach so. Und was ist mit dir? Du wirst jetzt verfolgt? Ich will nicht mehr über mich reden als nötig. Nicht solange der Fluch auf mir lastet. Ja, dann mach den doch weg. Eure Ahnen sind also Vergorter. Sie sind die Knochen meiner gefallenen Familie. Ich entstamme einem uralten Geschlecht. Und der Fluch, mit dem es belegt ist, ist fast ebenso alt. Wenn ein Skyte stirbt, beseelt die Magie des Fluchs seinen toten Körper und zwingt ihn, seine Nachfahren zu jagen. Oi. Nichts von seinem Leben bleibt. Nur der Hunger nach Skyte-Blut. Sie werden nicht ruhen, ehe die Linie ausgelöscht ist. Und ich bin der Letzte. Doch der Fluch muss nicht mit meinem Tod enden, wenn ihr mir helft. Das ist eine ziemlich blöde Sache. Ist ein Wunder, dass ihr überhaupt überlebt habt so lange. Also ich helfe euch, ja klar. Was soll ich denn tun? Ich muss mich von meiner Familie trennen. Nach alter Alpha-Tradition können Mitglieder der Familie oder des Clans mit der richtigen Zeremonie für immer verstoßen werden. Diese Festung war der Sitz meiner Familie. Die Glocke der Feierlichkeit, der Skyte-Kodex und meine Geburtskerze befinden sich dort. Das alles ist für das Verbannungsritual nötig. Wir sollten beginnen. Kommt nach Dolph Vale, dann sehen wir weiter. Oh cool, Dolph Vale, was ist denn das? Ist das eine Stadt oder ein Ort? Ein von der Familie Aster verlassenes Schloss, Ach so. Das später von meinen Ahnen übernommen wurde. Laut meiner Unterlagen wurde es unsere große und ruhmreiche Halle. Dann wurde meine Familie verflucht und die Halle verkam. Genau wie der Rest von uns. Aha, ich verstehe. Und wo finde ich die Glocke hier im Helmstedt wahrscheinlich, oder? Die Glocke der Feierlichkeit ist nicht weit weg vom Eingang von Dolph Vale. Ach so. Sie müsste in der Nähe des alten Versammlungssaals sein. Es ist Jahrhunderte her, seit sie zuletzt erklang. Sie ist keine gewöhnliche Glocke und kann nur mit Skyte-Magie geläutet werden. Lasst uns ihren Schlummer stören. Okay, abgemacht. Lebt wohl. Sputen wir uns. Ach, du kommst mit? Oh. Ja, ich arbeite eigentlich alleine. Oh. Felsen bedeckten sie mit ihren Burgen. Felder bedeckten sie mit ihrem Korn. Wir beobachteten, wie sie dieses Land nach ihrer Begierde, doch nicht nach ihrem Wunsch formten. Der Frieden, den sie anstrebten, kam durch Klinge und Festung. Doch alles schien ruhig, bis ein König, ein Vater, starb mit zwei Erben. Stark und fähig. Na, hat er uns erwischt.
Wie, was? Wir waren doch eigentlich unterwegs, den Troll zu machen, den Kobold. Oh, das können wir doch auf dem Weg alles in einem Rutsch erledigen, denke ich. Echt putzig. Der gibt alles im Kampf. Wow. Was ist nun passiert? Ich dachte, es geht hier ein bisschen anders ab jetzt. Oh, wir haben keine Heiltränke mehr. Dann war das jetzt ein bisschen zu viel für uns. Ja, ja. Wir brauchen erst wieder hunderte von Heiltränken. Felsen bedeckten sie mit ihren Burgen. Felder bedeckten sie mit ihrem Korn. Wir beobachteten, wie sie dieses Land nach ihrer Begierde, doch nicht nach ihrem Wunsch formten. Der Frieden, den sie anstrebten, kam durch Klinge und Festung. Doch alles schien ruhig, bis ein König, ein Vater, starb, mit zwei Erben, stark und fähig. Kann auch sein, dass wenn die sitzen, schaffen wir die nicht. Oh, wir haben hier jetzt schon keine Zaubertränke mehr. Wie kommt das? Ach, wir benutzen jetzt schon die verbesserten. Ach was. Er hat uns ein Eiszauber draufgepackt. So. Felsen bedeckten sie mit ihren Burgen. Felder bedeckten sie mit ihrem Korn. Wir beobachteten, wie sie dieses Land nach ihrer Begierde, doch nicht nach ihrem Wunsch formten. Der Frieden, den sie anstrebten, kam durch Klinge und Festung. Doch alles schien ruhig, bis ein König, ein Vater, starb mit zwei Erben. Stark und fähig. Ah.
Moment, wenn da so eine Art Bossgegner oder so kommt, dann müssen wir vorher erst einkaufen. Das hilft ja alles nichts. Einkaufen oder selber was herstellen. Sonst stehen wir da nachher wieder bei dem Maid von Windermere. Oh, das sieht hier auch noch so ein bisschen aus wie bei der Maid von Windermere. Sollten wir denn überhaupt hier rein? Wie sollten wir gehen? Einfach in irgendein Schloss rein, oder doch? Nur ist zu spät. Das ist sie. Die Glocke der Feierlichkeit. Ja. Dem Ritual zufolge muss ich die magischen Worte sprechen, um sie erklingen zu lassen und meine Absicht verkünden, die Familie Sky zu führen. Okay, dann wollen wir mal, wohin wollen wir sie führen? In die Schlacht, ich meine zum Frieden. Ja, das meinte ich. Zu ewigem Frieden führen, sputen wir uns. Ihr müsst mich verteidigen, während ich die Glocke läute. Abgemacht. Kein Mucks. Wie läutest du auch irgendwann mal, oder betest du noch? Aber wir bleiben mal lieber in deiner Nähe. Ist vollbracht. Wenn die Knochen meiner Ahnen nicht wussten, dass wir hier sind, wissen sie es jetzt. Und jetzt auf zur Bibliothek. Dort muss der Skyte-Kodex sein. Kein Mucks. Ja, jetzt sind wir mittendrin. Ein Moment. Hinter dieser Tür ist etwas. Spürt ihr es nicht? Oh, es ist, wie ich befürchtet habe. Der Schreiber ist doch hier. Ich kann diesen Raum nicht betreten. Nicht, solange er dort ist. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Schreiber. Naja, Schwert ist mächtiger als die Feder, oder wie war das? Im Leben band er die Namen meiner Ahnen an den Skyte-Kodex, was ihn zum Hüter der Namen unserer Linie machte. Er bekämpfte den Fluch der Familie, versuchte, unsere Namen zu schützen. Doch seine Schlacht war verloren und er wurde zum Schlimmsten von allen. Der Schreiber ist mächtig. Ich will ihm nicht gegenübertreten, auch wenn er nur aus Knochen und Magie besteht. Bitte, tötet ihn schnell. Kein Mucks. Schriftgelehrte. Oh, vielleicht brauchen wir die anderen Waffen gar nicht. Bist du sicher, dass der so übermächtig ist? Wir lassen ihn lieber erst gar nicht angreifen, oder? Wenn er so krasse Tricks drauf hat. Konzentriert. Nun, da der Schreiber tot ist, bin ich hier in Sicherheit.
Allerdings hatte ich die Bibliothek in besserem Zustand erwartet. Nun, das geschieht wohl mit einer Bibliothek, wenn sie ein paar Jahrhunderte vernachlässigt wird. Ah, aber hier ist der Kodex. Sputen wir uns. So, weiter geht's. Sehen krass aus, sind es aber nicht. Oh nein, es ist Nacht geworden. Die sind doch schon kalt. Ich habe meinen Namen dem Skyte-Kodex hinzugefügt. Ah, oh, hinzugefügt? Ja, ich habe meinen Namen hinzugefügt. Ich erkläre es später. Jetzt ist keine Zeit. Schnell! Wir müssen meine Geburtskerze finden und das Ritual abschließen. Kein Mucks. Ich muss meine Kerze unter all diesen Kerzen finden. Wir sind fast am Ziel. Kein Mucks. Sie ist nicht mehr hier. Meine Geburtskerze wurde aus ihrem Halter genommen. Oh nein, wo ist sie denn jetzt? Sie wurde gestohlen, damit ich das Ritual nicht abschließen kann. Wenn ich die Flamme der Kerze nicht löschen kann, habe ich nur wenig Zeit, ehe die Monster mich erreichen. Der Erste muss sie gestohlen haben. Er ist der Stammvater. Er ist nicht wie die anderen, denn er ist nie wirklich gestorben. Ja, der Hunger verzehrt seine Seele, doch sein Körper lebt noch. Sein Grab ist nicht weit weg. Bitte, Kriegerin, ich muss den Fluch brechen. Helft mir, die Kerze zu finden. Na klar, jetzt sind wir so weit gegangen. Wo finde ich den Ersten denn? In der Nähe des Kerzenraums ist das Familiengrab. Die Ruhestätte des Ersten. Okay, abgemacht. Bis gleich. Sputen wir uns. Ach, du kommst mit? Ja, du bist mir zu schnell. Da kann ich ja gar nicht richtig einsammeln hier. Und der Stab auf deinem Rücken ist nur zur Zierde, oder? Er ist es. Ha! Ihr müsst eine Närrin sein. Feit hier wegen einer Lügengeschichte über einen Familienfluch zu folgen. Nee, den Skyte-Fluch gibt es wirklich. Hat er doch gesagt. Vor vielen Jahren bot mir eine Feie für die Seelen meiner Familie große Macht an. Überwältigt vom Verlangen nach dieser Macht, gab ich meinen selbstsüchtigen Begierden nach. Seitdem kann meine Familie nicht mehr in Frieden ruhen. Erst wenn der Fluch gebrochen ist, kann ich sie zur ewigen Ruhe betten. Na, du bist der erste Skyte? Ja, ich bin der erste Skyte. Ich bin verantwortlich für das Leid meiner Familie. Die Macht, die ich erhielt, war die Jahre der Qualen nicht wert, die meine Familie erleiden musste. Ich kann diesen Fluch nur brechen, indem ich meiner Familie endlich gestatte, Frieden zu finden. Ja, und was ist da mit dem Burschen, dem ich gefolgt bin? Das Schloss war einst der Sitz der Familie Aster. Aber als sie ausgelöscht wurde, zogen die Skytes ein. Es war eine glorreiche Halle, doch sie verfiel, als meine Familie verflucht wurde. Ach so. Und, tja, ihr meint jetzt also, es gibt gar keinen Fluch, oder was? Nur Faitirs Ahnen sind mit einem Fluch belegt, nicht Faitir selbst. Überdies wird er nicht von uns gejagt.
Sein Ritual dient nicht dazu, uns von diesem Fluch zu befreien. Er will nur die Kontrolle über seine Ahnen, um sie als seine persönliche Armee zu missbrauchen. Ha. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr Faitir selbst fragen. Aber wenn er ihn mir ausliefert, kann ich meine Familie von diesem Fluch befreien. Ihr habt recht. Tötet Faitir. Oh, lasst mich mit Faitir sprechen. Wenn es sein muss. Ey, der sagt, du lügst. Es ist wahr. Auf mir lastet kein Fluch. Nur auf meinen Ahnen. Dieses Ritual wird eine Armee ausheben, die mir gehorcht. Doch, was habt ihr denn mit dieser Armee vor? Einer meiner Ahnen hat vor langer Zeit die Truppen der Aster befehligt. Es ist die Pflicht meiner Familie, Talarane zu beschützen. Aber alleine kann ich das nicht. Mit einer Armee von Ahnen unter meinem Kommando kann ich Talarane allerdings beschützen. Na, ja, ich muss kurz nachdenken. Sputen wir uns. Der sagt, er will Talarane schützen. Und du? Was machst du? Bitte, helft meiner Familie, den Frieden zu finden, den sie schon so lange sucht. Ihr müsst mir nur Faitir ausliefern. Da, ich muss kurz nachdenken. Hört nicht auf den Ersten. Ihr müsst mir helfen, das Ritual abzuschließen, damit ich Talarane beschützen kann. Beschützen mit einer Armee von diesen komischen Dingern? Ich weiß nicht, die Kinder werden nachts Albträume haben. Moment, ich muss kurz darüber nachdenken. Sputen wir uns. Ach, der hat uns belogen, oder? Und der hier? Bitte, helft meiner Familie, den Frieden zu finden, den sie schon so lange sucht. Ihr müsst mir nur Faitir ausliefern. Ja, okay. Töten wir Faitir. Faitir wird nicht einfach aufgeben. Ich brauche eure Hilfe, um ihn zu töten. Autsch! Ja, ich mach das schon. Ich sehe schon. Er kommt mit Dolchen auch nicht so gut klar. Wir sind zu schnell für ihn. Feuer wäre mir lieber, aber okay. Ey, du hast damit angefangen. Du hast die Unwahrheit gesagt. Und wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Auch selbst wenn er auch die Wahrheit spricht. Du weißt doch. Lügen haben kurze Beine und eine lange Nase. Gib mir deinen Stab wenigstens. Und wir sind jetzt Verbündete, ja? Oh Gott. Danke, dass ihr meine Ahnen und mich von dem Fluch befreit habt. Endlich können wir in Frieden ruhen. Als Dank für eure Weisheit biete ich euch das Wenige, das ich besitze. Die Skites haben im Leben Reichtümer angehäuft, die nun nutzlos für uns sind. Och. Unsere Gaben für euch warten in unseren Gräbern. Und nun ruhe ich. Ja, darf ich das Schloss haben vielleicht? Hey. Oh naja, okay. Schatzkammerschlüssel. Schick. Eine ganze Kammer Schatz für uns. All die Vasen. Ist verschlossen und kann mit dem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Die Aster-Truhe, okay. Ach ja. Vielleicht ist das die Kammer, Schatz. Hat uns da reingelegt. Hier ist gar nichts drin. Kein Durchkommen. Kaputt ist. Alles kaputt.
Hier ist ein Schrein. Ha! Tyrdons. Angriff. Sind auch noch ein paar Drohnen. Schreibtische, alte Briefe. Wir beklauen uns, glaube ich, gerade selbst. Abgewetzte Dokumente. Das braucht doch wahrscheinlich niemand. Eine olle Rechnung. Geht immer besser. Rechnungen, das ist doch das, was man gar nicht haben will. Steine nur. Wartekammer? Oh, wir hätten richtig abspeichern sollen und dann mal gucken sollen, was passiert, wenn wir dem anderen helfen. Das Abenteuer, Teil 6. Hört sich abenteuerlich an. Ah, hier ist Schatzkammer. Sieht mir zumindest so aus. Kanalfäule haben wir uns hier ein. Ugh. Hätte er uns nicht mal warnen können? Wie? Wo sind wir denn hier draufgetreten? Da ist doch nichts. Verweste Dolche. Hahaha, vorbei. Was sagt uns die Karte dazu? Die Karte sagt uns, wir sollen Kobolde töten gehen. Überhaupt nichts hier. Keine Schatzkammer, kein Schatz, kein... Oh, das war ein Fake. Die haben uns, glaube ich, beide reingelegt. Egal, wen man jetzt genommen hätte. Nur wir können ja so einem Lügner nicht vertrauen und ihm eine ganze Armee überlassen, obwohl, ja, das wäre... Ach, das wäre uncool, wenn hier überall diese komischen Typen hier rumrennen. Nee. Naja, normal müssten wir das ja doch jetzt aus Neugierde wenigstens ausprobieren, was das andere Ende wäre. Vielleicht finden wir die Schatzkammer nicht. Ich vermute, wir finden die Schatzkammer nicht. Oder das ist eine ganz andere. Die ist an einer ganz anderen Stelle. Quest gemeistert. Oh, ist doch in Ordnung. Ich habe Faitie, den rachsüchtigen Geistern seiner Ahnen, übergeben. Mögen sie in Frieden ruhen. Der Erste hat mich für meine Hilfe belohnt. Ha. Wobei, dann war das ja gar nicht gelogen, was er da gesagt hat. Ja doch, der wollte doch eine Armee haben. Das ist doch nicht das, was er wollte. Er hat uns doch gesagt, er will einfach diese Geister nicht mehr haben. Und aus diesem Fluchdingen raus. Er wäre der Letzte. Ja. Aber den rachsüchtigen Geistern übergeben, ist jetzt auch nicht so Sinn der Sache. Außerdem war das auch, kann ja auch nicht so richtig sein. Außerdem fand ich, das war irgendwie ein bisschen zu leicht, was da so abgegangen ist, den zu töten. Das war alles so leicht. Quest gemeistert, was soll's, oder? Ja, und wo ist unsere Belohnung? Ach, vielleicht haben wir die schon bekommen. Eine Schatzkammer sehe ich ja nicht.
Ja, das wird hier wahrscheinlich der Weg sein zur Schatzkammer, kann ich mir denken. Ist eingestürzt alles. War vielleicht gar nicht so böse gemeint. Also, wenn wir es ganz genau wissen wollen. Naja, es ist jetzt 40 Minuten her. Die ganze Folge. Oh. Oh. Da ist ja eine Schatzkammer. Primitiver Eichenholzlangbogen. Ein Relikt haben wir bekommen. Goldmünzen, Gold, 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 Goldklumpen. Noch mehr Goldklumpen. Lumpen, kleiner Geldbeutel. Leuchtende Stiefel? Ach, echt jetzt? Was es nicht alles gibt. Sagenhaft. Die Laute gezupft. Kommen wir in ein Zelt jetzt schlafen vielleicht? Ist das ja doch jetzt hier unser. Nee. Wohl nicht. So, wie dem auch sei, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge haben wir Glocke, Kerze, was gemacht? Buch. Moment. Glocke, Buch und Kerze die Aufgabe gemacht. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.